Oben hast du bestimmt mehr Platz, um das Ding aufzubauen. Obwohl, wer das weiß, kann doch nicht. wie groß das ist. Oh. Die ganze Stadt ist zerstört. Können wir uns wirklich so geirrt haben? Hoffentlich sieht es bei den anderen Teams besser aus. Ruinen. Hier ist alles verloren. Wir sind zu spät. Also bis jetzt ist es natürlich sehr interessant, dass hier alles einfach, also so zeitreisemäßig, keine Ahnung, und so comicmäßig. Also ich bin überrascht. Rechtsklick. Koffer. Ach, gucken wir uns den Grümpel an. Das Grümpel? Es ist alles völlig zerstört und verdreckt. Hier war schon seit Jahrzehnten kein Mensch mehr. Okay. Seltsames Gerüst. Die Baukünste unserer Vorväter. Sie konnten sogar die Kontinente zusammenbinden. Diese Arroganz. Die ganze Stadt steht unter Wasser. Ich kann da doch nicht einfach hinschwimmen. Stimmt, habe ich gar nicht gemerkt, dass die unter Wasser steht. Ups. Oh, Messer. Was ist das? Zeitfunkgerät. Im Griff gibt es ein Batteriefach. Ha, da haben wir ja das Problem. Die Batterie ist leer. Eigentlich das ist mein Zeitfunkgerät. Sobald die Zeitfunkantenne steht, erreiche ich hiermit die anderen Teams. Okay. Benutzt. Wie denn? Ja, okay, die Batterie ist weg. So, leere Batterie. Das ist die leere Batterie aus... Es muss einen Weg geben, sie... Ach so, zum Aufladen, okay. Dieser Koffer enthält alle Komponenten der Zeitfunkantenne. Na, das wird ein Spaß. Eine Batterie für... Wadi hat gesagt, dass unsere Ausrüstung sehr robust ist. Aber ich lasse es mal lieber nicht drauf ankommen. Weiß nicht. Auf keinen Fall. Ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass ich einen geeigneten Ort... Nigel ist nicht so gut zu... Hilfe! Ich bin gerade überfordert mit den Klicken. Kann man den nicht öffnen vielleicht? Oder muss ich den echt irgendwo hinlegen? Ach, Plateau, hier. Ah. Mal sehen. Glatter Untergrund, nahe der Zeitkapsel, frei zu allen Seiten. Das ist der ideale Platz, um die Zeitfunkantenne aufzubauen. Wunderbar. Dann mach das. Plateau. Na, dann wollen wir mal. Okay. Alles, was ich benötige, müsste im Koffer liegen. Diese Staubdinger. Gut. Ah, oh, da ist sie. Moment. Anleitung. Erst die Anleitung. Oh. passt. Ah. Nein, das passt. Zack. Okay. Na. Zack. Nein. Ja, okay. Nein. Nein. Nehme ich das halt erst. Nein. Dann nicht. Ach, gucken wir uns das an. ist das überhaupt richtig mit dem Fuß? Achso, man darf nicht aus dem Bild raus. Nein. Also. Kann man die schon so irgendwie? Nein. 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 T-Stück. Kann man die erstmal hinlegen? Ah, okay. Man kann die einfach erstmal hinlegen. Ich glaube, man konnte den Antennenfuß irgendwie ausklappen. Oh. Ach, das ist der Fuß. Okay. Das Kabel kann man... Doch, kann man. Okay. Ach, jetzt kann man immer wieder gucken. Okay, das ist der Fuß. Das erklärt, warum es gerade nicht funktioniert hat. Gut, dann kommt diese längere Stange hier hin. Zack. Und dann kommt... Das hin? Hier hin? Nein, das... Doch nicht? Ich meine natürlich nicht, das ist ja... Aber hier kommt noch was. Na, das kommt dahin. So, dann kommt das hier wahrscheinlich. Nein. Nee. Nein. Wieso denn nicht? Nein, das... Ach so, das... Okay. Ich dachte, die kommen zum Schluss vielleicht, oder? Nein, so? Nein, nein, nein. Ach, ich guck mir das. Ja, kann, geht gar nicht. Okay. Oh. Nein, das passt. Ich will das loslassen. Aber. Empfänger. Hä, wo kommt der denn jetzt her? Ach, das war. Ach so, der Kasten hier. Okay. Und dann noch ein Kubus und noch ein Kubus. Und noch ein Kubus. Und noch ein Kubus. Und noch ein Kubus. Und noch einer. So, das sollte jetzt aber alles sein. Okay. Ich meine, oder? Ach, das Ding kommt auch noch nein, da dran. Nein, nein. Nee. Nein, nicht. Oh nein. Ach, verdammt. Gut, er hat es wenigstens gespeichert.
das wollte ich nämlich nicht wegdrücken. So. Okay, schauen wir mal. Also das ist auf jeden Fall das, was hier dran hängt. Also das da, der Empfänger. Aber der passt wohl noch nicht ran. Vielleicht muss ich hier oben... Nein, nein, nein. Na gut, dann halt nicht. Schauen wir mal. Ach, die Kobus sind hier. Was sind nur... Da fehlen doch noch ein paar, oder? Keine Ahnung. Kann man den echt nicht irgendwo hier dran machen? Nein, nein. Jetzt habe ich wieder jetzt habe ich mich wieder verklickt, würde ich sagen. Kann man das wieder nehmen? Ah, tatsächlich. Kann man das vielleicht jetzt befestigen? Nein, nein. Wäre auch komisch, wenn man was falsch befestigen könnte. So. Und da ist ja auch noch was Längeres. Kann man das irgendwie ausfahren? Muss man ja auch können. Oder ist das... Ah, nee, doch. Da ist ja noch was Längeres. Das heißt... Ich hoffe das nicht. Und als nächstes müssten eigentlich diese... Ach, Schalter kann man... Ah, okay. Sag mir das doch einer. gut, dann hängt, glaube ich, das. Nee, das ist eigentlich dazwischen, oder nicht? Das hier müsste jetzt da runter. Ah, okay. Und das oben drauf. Oder so. Ah. Gut, dann kann man die Kabel da... Nein, das... Dann nicht. Nein. Dann halt noch nicht. Nein, das... Doch. Okay, dann halt doch. Kabel mit dem... Nein, das... Ach, nein, das passt hier nicht. Nee, T-Stück war was. War das, was da dran hängt. Kann man das irgendwie noch... Ach so, okay. Boah. Man muss sich erst dran gewöhnen, dass das so präzise ist alles. Na ja. Noch ein Kabel rein. So, dann... Muss man jetzt echt die ganze Zeit drüber switchen? Nein, das... Nein. Na gut, dann nicht. So, dann... Das Ding irgendwo dran? Nein, das. Nein, das. Nein. Moment, was ist das? Überspringen? Was bedeutet überspringen? Ich schau. Nein, oh. Das ist nicht oft, dass man hier einfach rausspringt. Ich guck mal. Also, das Ding müsste ja. Oder hängt es einfach nur da? Kann auch sein. Die Kubus-Dinger, was machen die? Nein, das... Nein, das passt nein, nicht. Nein, 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 nein. Oh. So, jetzt müssen nur noch die Kugeln... Ich hab geschummelt. Wenn, so, fertig. Ich hab geschummelt. So, da denke ich, man muss... Leere Batterie. Ach so. Man die aufladen. Wenn ich die Batterie nicht auflade, habe ich... Achso, dann muss ich vielleicht wieder zum Schiff. Zur Zeitkapsel, meine ich. Hinabsteigen. Oder bin ich jetzt doof und man muss das an dem Teil da aufladen. Aber eigentlich ist das ja nur so ein Funkmast quasi. Deswegen... Vielleicht finde ich in der Kapsel eine Energiequelle für mein Zeitfunkgerät. Nee, dann ist das wohl doch richtig hier zu gucken. Bei dem Svensson vielleicht? Hm. Vielleicht ja. Kann ich... Hier? Ich könnte versuchen, die Batterie direkt am Svensson aufzuladen. Eigentlich sollte ich das nicht machen. Der Svensson ist für viel größere Energiemengen gedacht. Ach, was soll's, ich brauche die Energie. Oh, ist egal. Mach einfach. Damit die auch ja nicht mehr zurückkommt. Oh, und der Svensson ist kaputt gegangen. Toll. Das klang nicht so gut. Sieht nicht gut aus. Das hätte wirklich nicht passieren dürfen. Es ist aber die jetzt Alge, passiert. Die Brennstoffzellen mit Wasserstoff versorgt, ist eingegangen. Nigel wird mir den Kopf abreißen. Nein, da geht gar nicht gut. Gar nicht gut. Habt ihr keine Ersatzalge? Also. Okay, dann erklimmt mal wieder diesen komischen, fetten Mast. Nee, kein Mast, aber. Wie heißt das? Stahlträger, genau. Geladene Batterie. Ja,
Jetzt funktioniert es. Das Zeitfunkgerät hat wieder Strom. Okay, dann pack das mal daran. Ja, der Empfänger erkennt das Gerät. Na, dann wollen wir mal. Ich habe immer noch geschummelt. Jetzt müsste ich auf Empfang sein. Hallo? Zeitleitstelle? Irgendwer? Hier ist Funker Fay. Hört ihr mich? Zeitteam zu hören? Hallo? Oh. Schnell! Amplifier! Wir haben eine Nein, dann. Wir versuchen seit Tagen, euch zu erreichen. Wir haben ein Problem. San Francisco ist... Hallo, hallo. Die Verbindung ist sehr schlecht. Können wir... Hallo, Quadi. Hey, Fay! Die Zeitdrift ist bereits zu stark. Unsere Zeitlinien weichen mehr und mehr ab. Wir versuchen dich jetzt mit den anderen Teams zu verbinden, bevor der Kontakt ab... Quadi? Oh nein, nein. Bitte, bitte nicht. Dina, du lebst. Wo sind die anderen aus deinem Team? Wir haben hier ernste Probleme. Wir wurden getrennt. Ich fürchte, sie sind... Hey, bist du das? Bitte komm. Warte kurz, Dina. Klar. Wir haben uns berechnet! 2050 ist zu spät! Joseph? Oh mein Gott! Was ist da bei dir los? Wir können den Klima gar nicht mehr aufhalten! Wir sind mittendrin! Ich wiederhole! Wir sind... Fies. Okay. Okay. Die Welt geht unter. Verloren. Wir haben verloren. Mission abbrechen. Bringt euch in Sicherheit. Das. Fay, ich stelle auf 0,6. Ich kann hören. Liegt an dieser verdammten Strahlung. Es ist das Kraftwerk. Hörst du? Das Kraftwerk. Ich glaube, Quelle gefunden, Fay. Ich... Sadi, empfängst du mich noch? Bleib bitte dran, ich... Sie sind alle tot. Das habe ich ganz gut hinbekommen. Sie sind alle tot. Das habe ich ganz gut hinbekommen. Dazu brauche ich meinen Zeitfunk. Ach so. Also kann man das nicht mehr nutzen? Die Verbindung zu den... Ob ich nochmal versuche, sie an... Okay. Dann suchen wir mal unseren Typen da und beichten ihm, dass die Alge kaputt gegangen ist. Wo ist er denn hin? Da. Nanu? Nigel? Nigel! Seltsam. Naja, sie ist ich halt... Ich suche besser nach ihm. Sie ist bei uns, also bei diesem... Band? Ja, ich glaube, der hieß Band. Er alleine aufgetaucht. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir hier unbedingt was schaffen können mit Nigel. Scheint eine Sitzgelegenheit zu sein. Nein, da ist nichts. Oh, es fällt immer was in die Ritzen. Da war aber nichts. Schade. Ich würde gerne, aber ich habe eine Mission. Was für eine wunderschöne Landschaft. Aber was soll das darstellen? Hey, das sind Bäume. Ich habe noch nie in meinem Leben Bäume gesehen. Oh. Gerade hängt. Ja. Jetzt hängt es wieder gleich. Ja, das ist besser. Oh. Ich dachte, es fällt wieder um. Es ist viel zu groß. Oh. Es ist das Einzige, was diesen Ort hier gemütlich macht. Was mit dem Sofa hier? Schreibtisch. Ich kann sie nicht öffnen. Sie ist abgeschlossen. Gut.
Zwecklos. Sie ist fest verschlossen. Kann man... Ich hoffe, das klappt. Oh. Kann man tatsächlich. Nicht schlecht. Und was haben wir da? Schraubenzieher. Damit kann sie die Alge reparieren. Bestimmt. Ganz bestimmt. Okay, gehen wir in den Keller. Da! Und? Das war knapp. Ich sollte aufpassen, wo ich hintrete. Das versuche ich garantiert nicht noch einmal. Und selbst wenn ich wollte, die Treppe ist zusammengebrochen. Okay. Sag mir das doch vorher, ich kann das doch nicht sehen. Also. Ich wollte gerade sagen, hä? Nigel? Nigel? Hey! Warte, ich komme zu dir! Ah! Oh oh. Verdammt! Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Haltet durch, Nigel. Wasser? Oh, wo war das Wasser? Da. Ansehen. Schwimmen. So eine trübe Brühe. Ich kann leider nicht schwimmen. Wieso haben Sie es nicht gelernt? Wir leben unter der Erde. Ich musste es nie lernen. So, so. Das heißt, die haben kein Wasser da? Eine Nylonschnur. Reißfest. Na gut, wenn man badet oder so, dann braucht man eigentlich auch nie... Nein. Unzerreißbar. Unzerreißbar, das glaube ich nicht. Das Messer ist scharf genug. Sehr schön. Okay, dann gehen wir mal hoch. Unzerreißbar und dann voll die Mega-Animation, Alter. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von einem Haufen Schlick blockiert. Haufen. Ich höre nur ein leises Knarren. Und Schritte? Nein, doch nicht. Verschlossen. Was auch sonst. Die Tür ist fest verschlossen. Außerdem wird sie von... Die Tür... Ja, okay. Ich komme dann überhaupt durch. Bin mir nicht sicher. Die Tür ist fest. Außerdem wird... Okay. Ich weiß nicht, soll man... Diese Tür hier hängt auffallend schief in den Angeln. Ja, dann brech sie. Lauschen? Das sagt allerdings gar nichts. Auf dieser Seite der Tür ist es ja auch nicht anders.